Moin Moin und herzlich willkommen aus dem Signal Iduna Park. Dortmund spielt gegen die Sportvereinigung oder im Sportverein Darmstadt. Der SV Darmstadt, ja, aus der zweiten Liga, erstmal in der dritten Liga waren sie, dann in der zweiten Liga und dann in der ersten Liga. Also so eine Mannschaft ist einfach überragend, die es so geschafft hat, so schnell aufzusteigen von der dritten in die erste Liga. Das kommt bis bestimmt auch in den Geschichtsbüchern der Bundesliga. So, jetzt sind wir aber mal hier im Spiel. Darmstadt hat Anstoß und die Dortmunder sind in Schwarz-Gelb, wie wir sie kennen. Gelb-Schwarz eigentlich, aber das ist Tradition, Schwarz-Gelb zu sagen. Und die Darmstädter in Blau-Weiß. Es gibt direkt ein Foul. Foulspiel. Dominik Strohengel, 3 Tore und in 5 Spielen. Also das ist schon überragend. Diaz. Diaz und da waren die Dortmunder mal gefordert. Sokratis. Reus. Mkhitaryan verliert den Ball. Da ist wieder Marco Reus da. Und Diaz. Und jetzt die Kontergelegenheit für Darmstadt. Salah, Rausch. Konstantin Rausch zu Niemeyer. Kakix. Und es gibt die Ecke für Darmstadt. Und jetzt Ecke Konstantin Rausch. Heller ist schneller. Ist der so richtig schnell ist er. Auch so ein Flitzer wie Aubameyang und Co. Und Tölter sind wie die ganzen anderen Flitzer heißen, die in der Bundesliga sind. Piszczek. Und da ist die Möglichkeit für Dortmund, aber jetzt wieder die Darmstädter. Jetzt die Dortmunder wieder. Sokratis. Kagawa. Aubameyang wird da gefoult von 2 Darmstädtern. Und jetzt macht's Marco Reus, Spezialist für Standards. Aber Martinia ist da. Christian Martinia. Boah, was macht der? Ach so, ja genau. Ich glaube, für einen Dortmunder. Ich bin mal ganz kurz farbenblind. So, Marcel Heller. Konnte er sich jetzt gerade nicht genug beweisen. Gündoğan. Mats Hummels. Kagawa. Und Weigel verliert hier den Ball. Sokratis. Mkhitaryan. Schmelzer. Kagawa. Wow!
Was war das denn? Riesenmöglichkeit für Aubameyang. Da hat er auch direkt geschossen. Der hätte, ja okay, Zeit hätte er nicht. Also es war schon richtig, dass er direkt geschossen hätte. Was er dann auch getan hat. Darmstadt macht das hier gut in den ersten 43 Minuten. Wir sind in der Nachspielzeit, 2 Minuten. Gibt's noch drauf, Lukas Piszczek. Und das ist abseits, wir sind schon über der Nachspielzeit, immer noch 0:0 zwischen den beiden. Und so bleibt es auch zur ersten Hälfte. 0:0 zwischen Dortmund und Darmstadt zur Halbzeit. Dominik Strohengel, noch keine Schüsse aufs Tor von ihm gesehen und noch keine Tore, ist ja klar, 0:0. So, wir gucken direkt in den zweiten Durchgang. Unverändert die Dortmunder genauso wie der SV Darmstadt. Heller. Und wieder Darmstadt. Wieder Marcel Heller. Ja, da könnte man pfeifen, muss man aber nicht. Also wie gesagt, Schiedsrichter ist schon parteiisch, pfeift nicht nur für die eine Mannschaft. Unparteiisch, Verzeihung. Stand der Schiedsrichter jetzt gerade im Weg. Und jetzt Dortmund. Achtung. Da ist Reus. Und schön weg damit. Von den Darmstädtern. Piszczek. Oh. Birki. Und jetzt Aubameyang. Aubameyang! Und schon wieder ist Dortmund da, aber da ist ja keiner. Also unklug gespielt. Und jetzt gibt es den ersten Wechsel. Gonzalo Castro kommt für Julian Weigel. Applaus für ihn, dafür kommt Gonzalo Castro jetzt. Ist ja in der Sommerpause von Leverkusen verpflichtet worden. So, Marcel Heller. Heller auf. Ja, aber abseits. Schon richtig so. So, es ist Strohengel. Strohengel ist sehr gefährlich. Strohengel! Da kommt Niemeyer. Niemeyer im Nachschuss. Und Birki nochmal. Da ist was los. Bei den Darmstädtern jetzt. Jetzt kann es nochmal gefährlich werden. Und jetzt wird es vor allem spannend. Wer macht das Siegtor? Und gibt es überhaupt noch ein Siegtor? Das ist jetzt die Frage. Hoffmann kommt. Jonas Hofmann soll für einen neuen Schwung sorgen im Dortmunder Team. Rausch bei der Ecke und Birki.
Martinia. Und jetzt wieder Darmstadt. Piszczek, 81. Spielminute, die Schlussphase. Jonas Hofmann. Und immer wieder zum starken Stürmer Dominik Strohengel. Piszczek. Sala. Zurück zu Bürki. Ah, viel ist da glaube ich nicht mehr zu machen. Schmelzer. Hofmann. Schmelzer. Und 2 Minuten gibt es noch drauf. Aber ich glaube, das war's dann. Ecke gibt es nochmal für die Dortmunder. Kann das nochmal was werden? Nee, das wird nichts mehr. Es bleibt beim 0:0 zwischen Dortmund und dem SV Darmstadt. Es war eine unterhaltsame Partie, etwas langweilig, da bin ich ehrlich. Und ja, ein paar Chancen, die wirklich spannend waren, aber im Großen und Ganzen war das ein unterhaltsames Spiel. So, Dominik Strohengel, gucken wir nochmal seine Bilanz. 0 Schüsse, 0 Tore. Ist klar. So. Das war's von mir aus. Wenn euch das Video gefallen hat, dann schreibt es doch mal in die Kommentare und gebt eure Prognose mal an, wie es wirklich zwischen Dortmund und Darmstadt ausgeht. Das war's von mir. Ciao, bis zum nächsten Let's Play.